Meine Oma meinte letztens zu meinem Bruder, dass sie Stoff für mich hätte. Und mein Bruder meinte dann so, was? Und war so völlig perplex. Und meine Oma wieder so, ja, Stoff. Und mein Bruder so, was? Und meine Oma meinte dann, dass es allerdings Gardinenstoff ist. Ja, und heute geht es darum, wenn man eben zu viel Stoff zu sich genommen hat. Was für eine Überleitung. Und ein kleines Teilchenhamster war. Und man eben einen dieser besagten Emma-Karte hat. Zuerst möchte ich hier so sagen, was man in der Akutsituation machen kann. Und danach will ich noch darauf eingehen, was man machen kann, damit das Ganze gar nicht erst passiert. Ja, fangen wir einfach mal an. Also mir ist es ja bei der letzten Goa passiert. Und ich finde, ich habe mich da relativ gut durchmanövriert. Deswegen wollte ich da einfach euch so ein paar Tipps geben. Das erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich immer wieder CBD-Tropfen in mein Wasser getan habe. Das ist jetzt von der Marke Medihemp. Das habe ich beim Reformhaus gekauft. Und hat, hier steht Bio-Hanfsamenöl 97% und Hanfextrakt 3%. CBD-Öl wirkt halt antidepressiv, angstlösend und auch antipsychotisch. Und ja, es war dann auf jeden Fall so, dass da bei mir Ängste hochkamen, aber das Ganze hat es auf jeden Fall erträglicher gemacht. Also die Ängste gehen damit nicht komplett weg, aber ich finde, man kann damit einfach dann besser umgehen. Kostenpunkt waren, glaube ich, so 11 oder 12 Euro, das war aber halt auch reduziert. Und ich finde sowas wie CBD dann halt einfach besser, als wenn man sich durch irgendwas anderes betäubt. Weil je mehr man so lernt, dass man irgendwelche Gefühlszustände so möglichst selber durchstehen kann, umso weniger Macht haben halt auch irgendwelche schwierigen Gefühle über einen. Und ja, umso besser, finde ich, kommt man halt auch mit dem Leben klar. Ja, und es ist halt auch sowas, was ich mir dann gesagt habe, dass jetzt zum Beispiel so diese Ängste, die hochkommen, sowas wie eine Übung auch für mich sein können, dass ich dem Ganzen sowas irgendwie Positives abgewinnen kann. Und quasi zum Beispiel eine Angstkonfrontation draus machen kann, aus der ich dann wieder stärker herausgehe und an der ich dann halt auch selber irgendwie wachsen kann. Dann als nächstes hatte ich was dabei. Das ist so für Leute geeignet, die so wie ich so immer an die Haut hier bei den Nägeln gehen und da irgendwie so rumfummeln, wenn die irgendwie angespannt sind. Mein Freund hatte mir kurz vorher so diese Maus gekauft und die hatte ich dann mitgenommen, damit ich was von ihm dabei habe, weil er leider bei der letzten Goa nicht dabei war. Und ja, da kann man einfach so rumknautschen. Da ist irgendwie so kleine Körnerchen drin. Und was ich auch noch habe, ist so Wolkenschleim. Den habe ich in so verschiedenen Farben. Und der ist jetzt orange. Der ist auch einfach so als Beschäftigung für die Hände, damit man irgendwas zu tun hat. Und das kann einen auch ablenken, wenn man einfach so, ja, immer wieder so drauf drückt. Ich habe auch eigentlich noch einen Skillring. Den kann man so am Finger entlang rollen. Das ist auch dann so eine Art Beschäftigung. Leider habe ich aber den verschlampert und weiß gar nicht, wo ich ihn hingetan habe. Ja, was dann noch ein wichtiger Gedanke war, ist einfach, dass das eben jetzt nur was Temporäres ist. Man kommt da wieder raus, die Stimmung wird wieder besser. Ja, also das ist kein Zustand, der für immer bleibt. Es hört nach einiger Zeit eben wieder auf. Und ich habe mir halt auch gesagt, dass ich halt wirklich auch schon schwierigere Dinge in meinem Leben durchgestanden bin und da habe ich es halt auch hingekriegt, also schaffe ich das jetzt auch. Und mir ging es tatsächlich schon schlechter als jetzt bei einem Emma-Kater und von dem her, da habe ich es auch rausgeschafft und also kann ich es da auch rausschaffen. Was ich dann auch noch gemacht habe, ist, dass ich so nur den konstruktiven Teil meines Egos habe zeichnen lassen und ich habe mir einfach so, ja, Dinge auf dem Blatt gemalt, die mir irgendwie gut tun. So was Ähnliches könnt ihr eigentlich auch machen. Zum Beispiel, dass ihr einfach lauter Herzchen auf dem Blatt malt. Oder Dinge, die ihr an euch toll findet. Also, ja, dass ihr so voll die Selbstliebe fließen lässt. Ihr könnt zum Beispiel so irgendwie zeichnen, so irgendwelche Personen, die euch gut tun, wenn die gerade nicht da sind. Und ja, ist doch egal, selbst wenn es Strichmännchen sind. Ich meine, es geht einfach um
die emotionale Verbindung, die man da mit dem Kopf hat. Und ja, was natürlich noch besser ist, ist, als wenn man jetzt nur die Person zeichnet, die man mag, ist natürlich, wenn man die um sich herum hat. Und ja, ich habe mich dann einfach immer so neben jemanden gesetzt, wo ich das Gefühl hatte, die Person tut mir gut und die lenkt mich ein bisschen ab. Ja, und manchmal einfach auch so bei anderen Gesprächen zuhören, wenn gerade welche rumblödeln. Das kann einen dann auch wieder auf andere Gedanken bringen. Ich habe dann halt auch geschaut, dass es so meinem Körper möglichst gut geht. Heißt, ich habe ziemlich viel getrunken. Man soll jetzt aber auch nicht zu viel trinken. Also ich habe mal gehört, dass es sogar Leute gibt, die haben es damit völlig übertrieben und über 6 Liter Wasser am Tag getrunken. Also ich würde euch empfehlen, so 5 Liter, aber mehr nicht. Also 5 Liter ist, glaube ich, so eine ganz gute Sache. Weil dann ja das ganze Gift wieder rausgespült wird, wenn man dann ja so oft pinkeln muss. Ja, dann habe ich mir noch so einen riesigen Sitzsack erkämpft. Das war dann auch ziemlich toll, weil ich da richtig schön drauf gammeln konnte. Und dann hatte ich noch so eine Decke, weil mir immer wieder so kalt wurde. Ja, also ich habe mir einfach so einen kleinen Platz geschaffen, der einfach körperlich gesehen ziemlich angenehm war. Dann habe ich mir auch noch Vitamintabletten eingeworfen. Davon bin ich eigentlich ein ziemlicher Fan, die nehme ich eigentlich fast immer mit, wenn ich feiern gehe. Das ist zum einen mal Eisen und dann auch B12, weil das beide Sachen sind, die eben Müdigkeit verringern und die einen wacher machen und ein bisschen mehr Energie geben. Es gibt beim DM-Markt auch so extra, keine Ahnung, spezielles Zeug für nach dem Feiern. Das kostet aber, glaube ich, so, keine Ahnung, zwischen 2 und 4 Euro. Und ist halt nur eine Portion und ich finde, das ist so ein bisschen eine Abzocke. Und deswegen tue ich halt lieber so, ja, mir selber so meine Sachen so, keine Ahnung, zusammenlegen aus den verschiedenen Vitaminen und nicht einfach so diese Fertigpackung kaufen, weil das einfach viel zu teuer ist in meinen Augen. Das ist völlige Abzocke. Ja, was dann auch noch gut tut, ist, wenn man irgendwie Antioxidantien zu sich nimmt. Die sind zum Beispiel in Beeren drin. Man kann zum Beispiel einen Smoothie essen, wenn man gerade irgendwie sowas in die Richtung parat hat. Es gibt auch so einen speziellen Saft, den gibt es beim Edeka, da steht ganz fett Antioxidantien drauf. Und den habe ich auch schon ausprobiert und das Zeug ist wirklich gut. Also ja, wenn ihr gerade nicht an sowas rankommt, dann kann ich euch auch einfach empfehlen, einen Saft zu trinken. Am besten Multivitaminsaft. Ja, weil man kriegt ja auch nicht so viel Essen runter. Und durch den Saft hat man dann trotzdem noch so ein paar Kalorien auch im Bauch. Und die Vitamine tun einem natürlich auch gut. Wenn man einen Smoothie sich selber macht, da kann man auch zum Beispiel sowas wie Spirulina reintun. Da ist ja auch Eisen drin enthalten, was einem ja auch wacher macht. Und der Vorteil ist halt auch, weil der ganze Smoothie ja dann richtig schimmelgrün wird durch die Farbe, dass einem dann niemand anderes den Smoothie klaut. Was man auch meistens ziemlich gut noch essen kann, ist jetzt sowas wie Apfelmus. Also ich war da auch mal bei einer Goa mit ein paar Leuten unterwegs und die waren halt 2 Tage auf Speed. Aber Apfelmus haben die tatsächlich noch runtergekriegt. Also das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Und ja, was ich dann halt auch gemacht habe, ist, ja, ich habe halt versucht, wirklich nur nach Selbstliebe zu handeln. Das heißt, ich bin dann eine Zeit lang auch zu einem Lagerfeuer hingegangen, weil mir das zum Beispiel auch gut getan hat. Oder ja, ich habe zum Beispiel auch von der Musik geschaut, dass da keine Musik ist, die mich zum Beispiel runterzieht, sondern ich ja, Musik höre, die mir selber halt irgendwie gut tut, die meine Stimmung irgendwie verbessert. Ich finde, was einem dann auch noch hilft, ist, wenn man einfach irgendwelche, weiß nicht, lustigen Aktivitäten mit anderen Leuten macht. Oder halt auch irgendwie am Handy irgendwas macht, um sich irgendwie selber zu beschäftigen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie irgendein Handyspiel habt, dann könnt ihr das ja zum Beispiel spielen und euch damit ablenken. Oder ich habe jetzt vor kurzem auf meinem Kanal auch so eine Playlist erstellt, die heißt Anti-Depression. Ich werde die euch hier entweder noch in der Infobox verlinken oder am Ende vom Video. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob man da auch Playlists verlinken kann und nicht nur Videos. Ich werde mal gucken. Und ja, die Playlist ist halt einfach so, keine Ahnung, Memes, irgendwelcher Schrott aus dem Internet, aber auch irgendwelche süßen Tiervideos, wirklich so alles Mögliche. Da haben auch ein paar andere Leute außer mir mitgewirkt und haben da so, ja, gesagt, das Video muss da auch noch rein.
Und ja, dabei ist dann das zustande gekommen. Ich tue die Playlist auch immer wieder aktualisieren und neue Sachen hinzufügen. Und ich glaube, wenn man sich so, keine Ahnung, so strunzdumme Sachen teilweise anschaut, aber auch so liebevolle Sachen, dann kann einem das auf jeden Fall auch gut tun. Also es ist halt auch wirklich so, dass man es da aus dem Kater raus schaffen kann und man braucht den Mut nicht verlieren. Ja, kommen wir jetzt nun dazu, wie man gar nicht erst einen Emma-Kater bekommt. Tipp 1 ist natürlich, es nicht mit dem Konsum zu übertreiben und kein Teilchenhamster zu sein. Das heißt, ich würde euch empfehlen, wenn ihr zum Beispiel vorhabt, mehrere Ecstasy-Tabletten in einer Nacht zu nehmen, dass ihr dann am Anfang nicht gleich schon eine 200er oder 300er nehmt, sondern wirklich am Anfang eine eher niedrige dosierte, weil beim Nachlegen braucht ihr eher mehr, wenn ihr beim Anfang schon auch was Höheres genommen habt. Und dadurch habt ihr ja insgesamt in der Nacht dann mehr konsumiert. Je weniger ihr halt in der Nacht konsumiert, oder vielleicht auch noch bis zum nächsten Tag, umso besser geht's euch dann am Ende. Außerdem habe ich festgestellt, je besser es einem auch so allgemein psychisch geht, umso weniger rutscht man in einen Emma-Kater. Das heißt, ich finde, Drogen verstärken halt auch das, was halt schon da ist. Und wenn man allgemein jetzt irgendwie total gestresst war in der Woche und dann irgendwie ziemlich viele schwierige Dinge aufgekommen sind, dann kann sowas zum Beispiel bei einem Emma-Kater alles hochkommen und man zerbricht sich dann darüber den Kopf. Und das heißt, dass man einfach auch schaut, dass es einem so allgemein gut geht und dass man sich allgemein auch um seine Psyche kümmert. Was ich auch schon ein paar Mal gemacht habe und was ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen werde, ist, dass ich Ecstasy konsumiert habe und dann ein Psychedelika konsumiert habe. Und wenn dann das Ecstasy aufgehört hat zu wirken, ging es mir dann zeitweise auf der Psychedelika echt nicht gut. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall auch nicht mehr kombinieren. Also man kann ja dann auch in so eine leichte Depression reinrutschen, selbst wenn man jetzt nur eine Tablette genommen hat. Und ja, deswegen, ich weiß nicht, ich werde das beides, glaube ich, nicht mehr kombinieren. Was schon gut ausgegangen ist, ist, dass ich zuerst Psychedelika konsumiert habe und dann Ecstasy. Aber zuerst Ecstasy und dann Psychedelika ist bei mir persönlich nicht so gut. Also dann sind bei mir zum Beispiel auch schon schwierige Dinge hochgekommen. Zum Beispiel jetzt, als ich mein erstes Mal MDMA hatte, hatte ich dann später auch mein erstes Mal Pilze, weil ja mir einfach jemand dieses Melonenstück mit den Pilzen geschenkt hatte. Und ja, so im Nachhinein hätte ich das vielleicht nicht kombinieren sollen. Ja, und was einem halt auch, was das Ganze vorbeugt, ist, dass man einfach richtig viele liebe Menschen um sich hat. Vielleicht mit dem man dann auch noch aftern kann nach der Party. Und dass man dann eben nicht alleine zum Beispiel dann in seiner Wohnung hockt danach. Sondern dass man dann halt einfach auch so beim Runterkommen nicht alleine ist. Und ja, man weiß, dass noch andere, die einem helfen können, mit denen man reden kann. Und ja, mit denen man einfach auch lustige Sachen machen kann. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Weltallkinder. Miau. 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 Miau.